Herzlich willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen Podcast, dein Podcast für neue Blickwinkel auf das Leben, die Liebe und den Tod. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Heute zu Gast bei mir ist die wunderbare Isabel Maurer und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das vielleicht bisher so noch etwas unter dem Radar schwimmt, aber wenn ich Isabel so sprechen höre und mich mit ihr austausche, dann glaube ich, gibt es da eine Frau, die gewillt ist, das Ganze zu ändern und dem Thema Tiertrauerfeiern auch mehr Bedeutung zu geben. Was es damit auf sich hat und was da wirklich dahinter steckt, das wollen wir heute gemeinsam besprechen und da tiefer eintauchen. Liebe Isabel, ich freue mich, dass du heute hier im Leben, Lieben, Loslassen Podcast zu Gast bist. Erstmal schön, dass du hier bist und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und ich glaube, du erkennst es an meinem Dauergrinsen. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, das sind ja wunderbare Voraussetzungen. Ich habe das Thema ja schon ein bisschen angeschnitten. Erstmal vielleicht ein paar Worte zu dir. Wer bist du, was machst du und was bewegt dein Leben? Ja, ich bin die Isabel Maurer. Ich wohne im schönen Südbaden, in einem kleinen Dorf am wunderschönen Rhein und bin seit 2019 ausgebildete Rednerin und habe tatsächlich in diesem Beruf meine Berufung gefunden. Friedrich, du kennst es, wie das so ist als Redner. Für mich ist es unfassbar schön, die Menschen mit meinen Worten zu berühren und das wurde einfach jetzt in den letzten Jahren zu einer ganz großen Leidenschaft von mir. Aber ich habe auf der anderen Seite auch noch eine andere sehr große Leidenschaft, und zwar meine Tiere. Also ich habe ein Pferd seit schon jetzt 24 Jahren, den Dusty. Der begleitet mich quasi zwei Drittel schon meines Lebens. Und auch meinen Hund, den Anton, der ist jetzt 4 Jahre, aus Rumänien kommt er. Und die sind ganz essentiell für mein Leben. Und ich bin mir auch sicher, dass die beiden das sind, die es auch so rundum glücklich und erfüllt machen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, lassen sich diese beiden Leidenschaften eventuell verbinden. Und dann habe ich mich zurückerinnert an den Verlust meines Hundes Arthur, der 2015 ertrunken ist. Und ich wusste, dass mir da wahnsinnig schlecht ging. Und einfach das alles so zusammen, ich glaube, das Leben hat einfach alles so zusammengeführt, dass mir dann irgendwann eines Tages die Idee für Tiertrauerfeiern kommt, weil ich mir gedacht habe, hey, die Tiere sind so ein essentieller Bestandteil unseres Lebens. Also ja, nicht nur von mir, sondern generell. Man sieht es, während Corona haben sich 25% mehr Haushalte ein Tier angeschafft, ja, weil sie, glaube ich, einfach auch Lebensfreude wieder ins Haus holen wollten, als alles stillstand. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt keine Möglichkeit, sich adäquat und würdevoll von seinem treuen Begleiter zu verabschieden. Und das darf einfach nicht sein. Also mir hätte das damals wahnsinnig viel geholfen, aber es gab noch keine Tiertrauerfeiern. Und dann kam eben diese Idee und dann habe ich meine Vision, wurde dann geboren quasi, dass irgendwann deutschlandweit, gerne auch weltweit, wir sollen ja groß träumen, die TierhalterInnen die Möglichkeit haben, sich einfach in einem schönen Rahmen von ihrem Tier zu verabschieden. Und so wurden die Tiertrauerfeiern geboren. Und jetzt sitzen wir hier und ich darf in deinem tollen Podcast über dieses wunderschöne Thema sprechen. Ja, so schließt sich der Kreis, beziehungsweise ja, du hast da etwas Wunderbares angestoßen, wie ich finde. Und ich habe das tatsächlich auch durch dich zum ersten Mal gehört, dass es so etwas überhaupt gibt, eine Tiertrauerfeier. Und ich bin jetzt selber nicht mit einem Haustier groß geworden. Ich habe eine Frau zu Hause, die total tierverrückt ist und bekommt das von ihr immer mehr mit, welche ja, Kraft und Bedeutung Tiere auch haben. Und ich habe das bei mir selber auch gemerkt, wie ich mich immer mehr dafür öffne und spüre, was da für eine Verbundenheit auch tatsächlich da sein kann mit einem Tier. Und ich habe das auch auf deiner Webseite gelesen, diesen Satz, den ich total schön fand, den ich gerne hier einfach auch mal reingeben möchte, wie du das beschrieben hast, über die Bedeutung von Tieren. Ne? Unsere Tiere sind weit mehr als nur ein Haustier. Sie sind unsere besten Freunde, treuen Wegbegleiter, wertvollen Seelentröster,
und stille Therapeuten. Wow. Ja, was sagst du dazu? Für mich ist das die Wahrheit tatsächlich. Also die Hildegard von Bingen sagte ja schon, gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund. Und also ich merke das total, wenn es mir schlecht geht und ich bin dann bei meinen Tieren, beziehungsweise sie kommen ja dann, weil sie viel feinfühliger sind als wir Menschen. Ja, die sind einfach und trösten mich dann, ja, ohne dass sie viel tun. Sie sind einfach nur da und ich glaube, dass wir von Tieren so wahnsinnig viel lernen können. Ja, wir leben in einer Zeit, in der alles immer schneller sein muss, wir uns immer an anderen messen, alles größer, besser, toller machen als der Nachbar. Und unsere Tiere sind einfach, wie sie sind. Ja, und sie haben natürlich auch ihre Macken, was sie auch haben sollen, weil sie sind ja schließlich Lebewesen. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen lieben wir sie so, weil sie ihre Macken haben. Sie leben im Hier und Jetzt und genießen einfach den Moment, ja, die denken da nicht drüber nach, oh je, heute Abend müssen wir aber noch XY machen, sondern mein Hund Anton zum Beispiel liegt jetzt gerade draußen auf der Terrasse und gönnt sich ein kleines Sonnenbad und ja, ist einfach im Moment und genießt das Leben und ich schaue mir da wahnsinnig viel von meinen Tieren ab und ja, versuche auch ein bisschen von deren Gelassenheit in mein Leben zu lassen und meistens gelingt es, aber natürlich bin ich auch noch am Üben. Ja, ich glaube, und was man natürlich auch, was man natürlich auch sagen muss, viele Menschen, also gerade hier bei uns im Ort zum Beispiel, sind viele ältere Leute, die ihren Partner schon verloren haben, die jetzt ihren Hund haben, ja, die sind so liebevoll mit den Tieren und du merkst einfach, was für eine Kraft die denen geben. Also das ist ja jetzt nicht nur bei uns, die ganz viel arbeiten, sage ich jetzt mal, und durch die Tiere Ruhe bekommen, sondern es ist auch diese, sie füllen diese Einsamkeit oder Leere, die viele haben. Und deswegen finde ich also stille Therapeuten, Seelentröster, alles, was man da so sagt, ist schon sehr, sehr passend, weil in jeder Lebenslage und immer, wenn man schaut, wie dann eine Tierhalterin mit seinem Tier umgeht, merkt man schon, dass da einfach eine ganz tolle Energie herrscht und immer Liebe mit im Spiel ist. Ja, ich habe das auch so von dir auf der Webseite noch in Erinnerung, wie du schreibst, ne? Also wenn du von einem Tier sprichst und ein Tier anschaust, das ist für dich ja auch eine Seele ist, die da drin ist. Ne? Also dieses Tier hat eine Seele, hat auch eine gewisse Wahrnehmung, nimmt wahr, was für Gefühle da vielleicht auch bei Menschen um sie herum da ist. Ich kann mich da erinnern auch an eine Bestatterin in Stuttgart, mit der ich zusammengearbeitet habe. Die hatte ja bei sich im Bestattungsinstitut 3 Hunde und einer davon war auch ein ganz sensibler. Und jedes Mal, wenn dort ein Trauergespräch stattgefunden hat, dann ist der Hund angekommen und hat da so die Angehörigen getröstet, ja, und hat das gespürt, wenn da irgendwie Tränen gekommen sind, dann ist er angetappt und war dann einfach da, ja, und hat da anscheinend ja schon so eine, ja, so Antennen gehabt und gewusst, okay, hey, da ist vielleicht gerade so etwas nicht so, wie es sein sollte, aber ich bin da. Ne? Ja, und das ganz ohne, dass sie was verlangen dafür. Ne? Die machen das so ganz selbstlos, weil sie einfach spüren, okay, da ist was nicht in Ordnung und vielleicht kann ich da ein bisschen helfen. Und es gibt ja tatsächlich auch Studien darüber, ne, dass Hunde beispielsweise den Blutdruck senken. Also da wurden über Bürohunde Studien gemacht und die Menschen dann so alle möglichen Parameter gemessen. Und die waren tatsächlich nur dadurch, dass der Hund vor Ort war, gesünder und hatten bessere Werte. Und ich finde schon alleine das zeigt einfach, was für eine tolle Wirkung unsere Tiere auf uns haben. Ja, es sind treue Wegbegleiter auch, die uns ein Stück des Weges begleiten im Leben. Aber nun ist es ja so, dass das Leben eines Tieres oder eines Haustieres in der Regel kürzer ist als das eines Menschen. Das heißt, irgendwann gibt es leider diesen Punkt, ja, wo es heißt dann auch Abschied zu nehmen. Und ja, das aber auch wirklich so, ja, einen Umgang damit zu finden, ist gar nicht so leicht, weil ich glaube, die Trauer um ein Tier
bei uns in der Gesellschaft auch nicht wirklich anerkannt oder wertgeschätzt ist. Ja. Wo dann vielleicht auch so Sätze kommen wie, ach ja, jetzt, es war doch bloß ein Hund, ja. Aber das fühlt ein Hundebesitzer oder eine Besitzerin ganz anders. Und du hast ja eben auch beschrieben eingangs, dass du selber da auch an diesem Punkt warst. Und ja, magst du uns da vielleicht mal reinholen, wie es dir da ergangen ist und wie du auf dieses Thema blickst dann? Ja, super gerne, weil Friedrich, du hast eigentlich mit den wichtigsten Punkt schon angesprochen, dass die Trauer um ein Tier nicht legitim zu sein scheint. Und das finde ich furchtbar, weil, also klar, wenn Menschen keine Tiere haben, können sie das vielleicht nicht nachvollziehen. Aber jemandem, der trauert und der sowieso nicht weiß, wohin er mit seiner Trauer soll, dann noch zu sagen, es war doch nur ein Tier, das ist so das Fatalste, was man überhaupt machen kann, weil, ich meine, Gefühle gehen ja nicht weg, indem man sagt, die sind noch gar nicht logisch oder nicht legitim, hör jetzt auf zu trauern, das passiert ja nicht, ja. Und ich kann mich erinnern, als Arthur gestorben ist, als wir den dann gefunden hatten, war ich zum einen total also auch wütend und wollte das Ganze nicht wahrhaben, ja. Aber zu dieser Trauer und zu dieser Wut gesellte sich auch noch das Thema, wohin soll ich denn? Mit wem soll ich denn sprechen, ja? Klar, meine Freunde wussten, ich bin traurig, aber die konnten mir auch nicht helfen, weil sie es nicht nachvollziehen konnten, wie schwer der Verlust wiegt für mich, wie schlecht es mir geht. Und bei meinen Eltern und Bruder konnte ich auch keinen Halt finden, weil die genauso traurig waren. Also die ganze Familie hat wirklich sehr, sehr lange getrauert, weil es natürlich auch schreckliche Umstände waren, weil er eben ertrunken ist und wir ihn dann 2 Wochen gesucht hatten. Aber da wurde es mir dann so bewusst, wohin soll ich mit meiner Trauer, ja, und ich habe dann angefangen zu lesen und habe einen Kalender gemacht mit seinen Bildern, mit tollen Sprüchen. Ich glaube, ich habe 2 Wochen lang durchgeheult, als ich diesen Kalender gestaltet habe, aber das war für mich so ein bisschen Therapie. Ich weiß, dass ich damals dann auch in meiner Hundeschule ab und zu noch war. Die konnten es nachvollziehen und da habe ich auch gespürt, wie wahnsinnig gut das tut, einfach die Trauer zu erlauben und zu wissen, hey, hier darf ich jammern, weinen, auch mal lachen, aber also hier darf ich einfach sein, so wie ich bin, mit meiner Trauer, mit meinem Verlust, mit meinem Schmerz. Und eben genau diesen Ort möchte ich bei den Tiertrauerfeiern schaffen, dass die Menschen nämlich genau die Legitimation spüren, dass sie trauern dürfen, dass der Schmerz in Ordnung ist und dass sie auch so lange trauern dürfen, wie sie möchten. Also da gibt es ja kein richtig, kein falsch, kein zu lang, kein zu kurz. Und in so einer Tiertrauerfeier ist mir halt unheimlich wichtig, dass die Menschen authentisch sein dürfen mit allem, was sie gerade fühlen, dass sie diesen Ort haben zum Trauern, aber dass eben auch Trost gespendet wird und dass liebevoll auf den gemeinsamen Lebensweg zurückgeschaut wird. Und das alles zusammen hilft wahnsinnig gut bei der Trauerbewältigung. Ich durfte inzwischen schon sehr, sehr viele Tiertrauerfeiern begleiten und ich merke immer am Anfang, wie nicht nur der Besitzer so ein bisschen unsicher ist. Klar, der hatte sich mit mir dann schon ausgetauscht, aber auch die anderen, die so dabei sind, so, ist das jetzt richtig, was wir hier machen? Ist es in Ordnung, dass wir da sind? Was denken wohl die anderen Menschen von uns? Was mir ja völlig egal ist, aber ist tatsächlich auch einer der ersten Sätze, die ich dann spreche, ist dieses Thema Trauer, dass die Trauer da sein darf, weil eben es nicht nur ein Haustier war, weil sie gemeinsam ein großes Stück des Lebensweges gemeinsam gegangen sind. Und dann merkst du, von Minute zu Minute werden die Menschen entspannter und irgendwann kommen auch dann die Tränen und genau das soll ja sein, eben, dass sie gemeinsam mit mir in der Geschichte über ihr Tier trauern dürfen, Trost finden und aber natürlich auch ab und zu mal lächeln, weil der gemeinsame Weg hat ja viele schöne Schätze zu bieten, über die ich dann sprechen werde. Ja, jetzt hast du ja schon so ein bisschen angerissen oder so eine Vorstellung uns gegeben, wie so eine Tiertrauerfeier ablaufen kann. Also vielleicht so zu der Entstehungsgeschichte. War das tatsächlich so etwas, wo du gemerkt hast, so hey, da sehe ich
einen Bedarf. Ich habe da meine eigene Geschichte und ich biete das jetzt auch aktiv an. Ich weiß, dass da draußen viele andere Tierhalterinnen gibt, die genauso fühlen und denen das bestimmt auch gut tun würde. Also das war für dich dann so dieser Anstoß zu sagen, so hey Mensch, da ist so viel möglich, oder? Ja, auch. Also ich glaube, dass ich ohne die ganze Erfahrung mit Arthur, mit Rednern, mit meinen Tieren gar nicht so auf die Idee gekommen wäre. Aber tatsächlich, die Initialzündung gab ein ganz trauriger Anlass bei uns im Stall. Er hatte ein Pferd einen Unfall, musste eingeschläfert werden. Also das war top gesund, das hatte nichts. Und dann quasi innerhalb von einer Viertelstunde hatte die Tierhalterin plötzlich kein Pferd mehr, weil Tierarzt musste es direkt einschläfern. Und wirklich der ganze Stall ist in Trauer verfallen, weil das so ein Schock war für uns alle. Und halt eben auch die Besitzerin, keiner wusste, wie man ihr helfen kann. Ihr ging es einfach nur schlecht. Also sie hat nur geheult, alle anderen auch. Und dann war ich mit Anton unterwegs und habe gedacht, Mensch, wie kann ich der denn helfen oder was kann ich denn machen? Und da kam die Eingebung, hey, mach doch, frag sie doch, ob wir eine kleine Trauerfeier machen sollen. Und dann habe ich sie angerufen und gefragt, hör zu, ich habe es noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wenn du möchtest, können wir das sehr, sehr gerne probieren. Und dann hat sie zugesagt und dann haben wir miteinander gesprochen über das Pferd und schon das war so heilsam für sie, ja, weil ich halt einfach echtes Interesse hatte und wissen wollte, wie war denn euer Lebensweg, wie war das Pferd, was waren die Besonderheiten? Und schon alleine das Thema, sie hat da viel geweint, aber auch viel gelacht, weil sie gemerkt hat, hey, da gibt es jemanden, der sich wirklich wahrhaftig für mein Tier, für mein tolles Tier interessiert. Und schon das war heilsam. Und dann hatten wir die Trauerfeier mitten auf der Wiese, umgeben von allen anderen Pferden, ganz vielen Hunden. Und als ich angefangen habe zu sprechen, kamen an alle Tiere hin. Und es war wie, wenn sie zugehört hätten. Ja. Es war wirklich, also es war ein ganz magischer Moment. Alle haben geweint, inklusive mir natürlich. Aber es war in Ordnung zu dem Zeitpunkt. Und ja, und dann hast du gemerkt, jetzt hatte die Trauer Platz, jetzt hat sie Platz und dann konnte sie so langsam weichen und dann innerhalb von einer Woche, sage ich jetzt mal, war auch diese dunkle schwarze Wolke über dem Stall weg und ja, dann konnte auch der Trauerprozess so richtig beginnen dann bei der Besitzerin. Total schön, ja, also wie du das beschrieben hast, wie sich das so entwickelt hat, ne? Diese Eingebung und dann der Mut, das auch anzusprechen, das vorzuschlagen und dann auch zu erleben, wie es tatsächlich auch real wird, ne? Dieses Gefühl dann dort, ne, diesen Raum zu geben, den Menschen, den Tieren, um da auch wirklich bewusst Abschied zu nehmen. Ja. Du hast auch angesprochen, wie heilsam dieses Gespräch sein kann im Vorfeld. Vielleicht können wir das mal so Schritt für Schritt durchgehen, wie so ein Prozess dann ist oder wie das aussehen kann. Wenn du jetzt ein Tier verloren hast, dann mit dem Gedanken spielst, okay, ich möchte dieses Tier auch würdevoll persönlich einfühlsam verabschieden. Und ich mache mich auf die Suche nach einem Redner oder einer Rednerin, die das auch tut. Wie gehe ich da vor? Wie finde ich den oder die Richtige? Wo suche ich? Und was sind so die ersten Schritte? Ja, also meine Vision ist ja eben, dass im ersten Step zumindest alle in Deutschland, alle TierhalterInnen die Möglichkeit haben, sich für eine Tiertrauerfeier zu entscheiden. Und natürlich kann ich das nicht alleine tun. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich schon ein paar RednerInnen ausbilden durfte in diesem Bereich und da startet auch gerade heute wieder die zweite Runde der Ausbildung und ich glaube, dass das Thema, wenn es jetzt einfach ein bisschen bekannter wird, dass auch andere RednerInnen sagen, hey cool, da kann ich mich auch mit identifizieren. Und dann ist es natürlich so, dass für die TierhalterInnen dann natürlich auch mehr Möglichkeiten bestehen, einen Redner oder Rednerin zu finden. Und dann ist es, glaube ich, ganz klassisch, dass man ins Internet geht und mal Tiertrauerfeier eingibt und vielleicht Redner, Rednerin, und um dann zu schauen, wer bietet das denn an. Und was dann ganz essentiell ist,
dass die Chemie einfach stimmt. Also den Redner, die Rednerin anschreiben und dann, so mache ich zumindest, dann biete ich erstmal ein Telefonat an, ja. Kostenfrei, unverbindlich oder auch ein Zoom-Call. Einfach zum Schauen, okay, passt die Verbindung? Ist das alles, stimmt mein Bauchgefühl? Und wenn das dann der Fall ist, dann trifft man sich entweder zu einem Gespräch, wo dann eben dieser Austausch stattfinden darf, wo wir RednerInnen nach den Schätzen des Lebens suchen und die Tierbesitzer dann schon mal ausführlich über ihr Tier sprechen dürfen. Ist natürlich je nach Abstand so ein bisschen. Ja. Ich wohne hier in Südbaden, hatte auch schon in Düsseldorf eine Tiertrauerfeier. Da macht man es dann natürlich eher virtuell. Aber wenn das jetzt jemand aus dem Nachbarort ist, dann trifft man sich. Und dann darf, wenn der Redner, die Rednerin alle Informationen hat, darf der alles zusammensammeln, eine Geschichte schreiben, so wie wir das eben gelernt haben, wie wir das von Berufswegen her tun. Und dann findet auch schon die Tiertrauerfeier statt. Und da ist es dann auch wichtig und schön, wenn der Tierbesitzer, die Tierbesitzerin die Menschen mit einlädt, die ihr wichtig sind, die aber vielleicht auch einen Bezug zu dem Tier hatten, weil es ist einfach schön, wenn man auch in der Gemeinschaft so ein bisschen trauern kann. Und das kann man sich ja auch bei einer normalen Trauerfeier, sage ich jetzt mal, für Menschen vorstellen. Das merkt man ja auch, wenn es viele Menschen sind, einfach wie da die Energie und die Wertschätzung einfach auch für den Menschen, der verstorben ist, da ist, so ist es auch bei einer Tiertrauerfeier. Und diese Trauerfeier, kann die überall stattfinden oder gibt es da bezüglich des Ortes auch etwas zu berücksichtigen? Hilfst du da auch bei der Suche oder wie läuft das dann ab, den richtigen Ort zu finden dafür? Ja, es gibt so ein super hässliches Wort, aber das muss ich leider immer wieder anbringen, und zwar das Tierbeseitigungsschutzgesetz. Furchtbares Wort, aber da wird tatsächlich ziemlich streng geregelt, welches Tier wo bestattet werden darf und wie das ablaufen kann. Also da verweise ich immer drauf, weil ich natürlich dann, also da geht es glaube ich auch um Kilozahlen und welches Bundesland, und der Hase darf im Garten und die Katze, ein großer Hund aber darf nicht mehr im Garten vergraben werden. Also da muss man sich dann schon auch selber ein bisschen kundig machen. Aber ich sage jetzt mal, gerade bei einem größeren Tier wie einem Pferd, da hat man meistens ja entweder eine Urne mit der Asche drin oder tatsächlich dann nur in Anführungsstrichen eine Gedenkstätte, wo dann Fotos, Halfter, Bürsten, was auch immer drauf liegen kann. Und somit kann tatsächlich die Tiertrauerfeier an jedem beliebigen Ort stattfinden. Es ist nur eben das Thema, darf das Tier da auch begraben werden oder nicht. Und so war ich schon eben in dem Pferdestall, war ich schon an einer beliebten, auf so einer Wiese, wo die immer vorbeigejoggt sind. In einem Wald waren wir schon, an einem See, weil der Hundebesitzer mit dem Hund immer gerne schwimmen gegangen ist. Also es kann auch in einem eigenen Wohnzimmer stattfinden. Also da ist tatsächlich da, wo sich einfach der Tierhalter, die Tierhalterin am wohlsten fühlt. Da darf die Trauerfeier dann stattfinden. Wie gesagt, es ist sehr schön, wenn Freunde, Freundinnen kommen. Und was auch wunderschön ist, Friedrich, ich gehe jetzt einfach, wenn man sowas wie eine kleine Gedenkstätte errichtet. Also sprich eben ein Tisch mit schönen Blumen und dem Halsband, der Leine, dem Katzenkorb, dem Spielzeug, dem Halfter. Was auch immer, vielleicht gerne auch ein paar Möhren oder Äpfel, wenn die Tiere das gerne gefressen haben. Also einfach so, dass man sich da ein bisschen, dass man einen Bezugspunkt hat, wo man hinschauen kann und wo man einfach auch visuell spürt oder sieht, dass das Tier da ist. Spüren tut man sowieso unter Garantie. Ja, finde ich spannend, was es da für eine Vielfalt an Möglichkeiten gibt, eben auch zum anderen auch mit so Symbolen zu arbeiten oder mit bestimmten Utensilien, ja, die das verstorbene Tier repräsentieren oder symbolisch damit in Verbindung gebracht werden. Das ist ja auch etwas, womit man in der Trauerarbeit mit Menschen oder wenn es um verstorbene Menschen geht, arbeiten kann, wirklich auch so eine Symbolarbeit auch zu machen, ne? So eine Ritualarbeit zu machen, dass man
sich von diesem Menschen oder in dem Fall von diesem Tier verabschiedet, indem man ein Symbol, das ihn oder es repräsentiert, begräbt, ne? Oder sich ja. daran verabschiedet. Ja. Und ja, ansonsten so diesen Rahmen auch bietet, den wir auch von einer Trauerfeier, wenn es um einen Menschen geht, kennen. Und ja, ansonsten so vom Ablauf her ist es dann auch mit Musik zum Teil, dass es dann auch Musik gibt. Ich weiß nicht, wie das dann ausgewählt wird oder was sonst noch so Elemente sind. Gibt es da so noch Feinheiten, die da in der Tiertrauerfeier berücksichtigt werden? Also das ganz Besondere an der Trauerfeier für ein Tier ist, oder generell finde ich bei so einer freien Trauerfeier ist, dass wir halt immer ganz speziell auf die Wünsche der Tierhalterinnen eingehen können. Und sei es, also ich hatte jetzt auch demnächst eine Trauerfeier für ein Pferd, wo sie so ein Räucherwerk angemacht hatten, weil die Dame sehr spirituell war. Und dann haben sie auch noch Seifenblasen fliegen lassen. Ja, es war auch wunderschön. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass manche sagen, boah, das wäre mir viel zu viel, das möchte ich gar nicht. Ich möchte es ganz clean und klein halten. Und auch das ist möglich. Also Musik ist ein wunderschönes Element, um einfach die Emotionen noch ein bisschen mehr hervorzurufen, weil ich persönlich finde, dass Musik einfach nochmal andere Stellen erreicht, die unsere Worte oder wie unsere Worte das tun können. Aber es ist kein Muss. Also eben Musik kann, muss aber nicht. Genauso die Gedenkstätte. Natürlich ist es auch wunderschön, wenn Kinder involviert sind, wenn sie dann was gemalt haben, dass man das auch dann mit zu der Gedenkstätte macht oder wenn man tatsächlich ein Grab hat, dass man das mit reinlegt, dass der Tierhalter oder ein Freund von ihm ein paar Worte spricht. Also wirklich der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, aber es geht auch ganz klein, ganz clean. Ich war auch schon ganz alleine mit einem Tierbesitzer, der gesagt hat, ich möchte das nur für mich und für meinen Hund haben. Auch das ist möglich. Ja, ich glaube, das ist eben das Schöne, wie du gesagt hast, bei einer freien Trauerfeier, dass wir vom Rahmen her im Prinzip komplett frei sind, ja, das individuell gestaltet sein kann und man nicht unter, wenn man jetzt an dieses Wort Zeremonie denkt, an jetzt so pompös und groß und genau. schick unbedingt genau. denken muss oder das so gestalten muss, sondern es kann auch einfach in Anführungszeichen ja. sein, ne? Also das ist wirklich, genau, also dass es im Prinzip ja um diesen symbolischen Akt geht, der wirklich zum Ziel hat, das Abschiednehmen zu erleichtern. Also dass es nochmal dir hilft, damit anders umzugehen und diesen Prozess der Trauer um das Tier auch ganz anders einleitet oder einfach Weichen stellt auch. Weichen stellt und auch einfach schon einen Anfang gibt, ja, überhaupt zu trauern oder einfach auch eben diese Legitimation, über die wir vorhin gesprochen haben. Das ist so elementar wichtig, um überhaupt in die Trauer zu kommen, dass du das Gefühl hast, ja, es ist in Ordnung, wenn ich trauere, wenn ich weine, wenn ich diesen Schmerz spüre. Genau. Und hast du da Erfahrungen jetzt mit Tierhalter, Tierhalterinnen, wie sie darauf reagieren oder was sie dir dann auch widerspiegeln im Nachgang? Gibt es dann auch darüber hinaus noch einen Kontakt vielleicht oder ist es dann einfach dieser Moment des Abschieds und dann geht jeder so seine Wege? Tatsächlich, also gibt es den Kontakt immer, ohne dass ich den forciere, weil die sich bisher haben sich alle nochmal bei mir gemeldet und sich einfach bedankt. Und das ist für mich eigentlich der größte Lohn, zu wissen, ich habe denen wirklich geholfen. Also das ist für die, also einer hat gesagt, das ist wie wenn so mein Herz, ja, um mein Herz so eine Steinmauer gewesen wäre und ich habe mich so verschanzt und die Steinmauer war nach dieser Trauerfeier weg. Sie hat trotzdem noch den Schmerz gespürt, aber sie hat einfach das Gefühl gehabt, sie kann wieder atmen, sie kann, irgendwie kam wieder so ein bisschen Licht ins Dunkle.
Und solche Rückmeldungen bekomme ich ganz, ganz oft, dass es einfach wahnsinnig gut hat, auch von den anderen. Ich meine, das ist dann ein bisschen lustig auch, ja, wenn also gerade nicht die Tierhalterin, wobei die kommen auch oft direkt, aber oft sind es die, die sonst halt noch so drumherum sind, kommen dann und sagen, ich war schon ein bisschen skeptisch am Anfang. Was ich natürlich gar nicht gespürt habe, nein. Das merkt man ja sofort. Aber ich muss immer schon ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, wartet mal so 15, 20 Minuten ab, dann sprechen wir uns nochmal. Und ja, es ist einfach wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, das Tier würdevoll und herzlich zu verabschieden. Und ich persönlich finde, dass sie das mehr als verdient haben. Die geben uns so viel, die geben uns viel mehr, als wir jemals zurückgeben können. Und dann so einen tollen Abschied zu bereiten, finde ich einfach sehr passend und wunderschön. Ja, ja, also ich finde es auch spannend, dass wir jetzt heute hier sprechen. Also ich habe es ja auch schon im Vorgespräch schon gesagt, dass mir dieses Thema Tiertrauerfern jetzt in den letzten Wochen von unterschiedlichen Seiten begegnet ist und mich auch Leute darauf angesprochen haben, so hey Mensch, machst du das eigentlich auch oder gibt es sowas denn auch? Ne? Und da habe ich auch gemerkt, so hey, da ist etwas im Entstehen. Also ich habe immer wieder auch schon mal Tierbestatter gesehen oder auch weiß, dass es das gibt, aber jetzt nie wirklich mich tiefer damit beschäftigt, was auch möglich ist hier in Deutschland. Ich glaube, in anderen Ländern sieht das ja zum Teil auch anders aus oder da ist mehr möglich, hat das Tier halt auch einen anderen Stellenwert dann in der Betrachtung dann beim Abschied. Aber total schön, was sich da entwickelt und wie du da eben auch auf der Welle reitest oder beziehungsweise das Ganze anstößt, dass es noch bekannter wird. Was sind für dich denn so mit Blick jetzt auf die Zukunft Wünsche oder Themen, die du konkret angehen möchtest jetzt im Bereich Tiertrauerfeiern? Also ich möchte, dass noch viel mehr Menschen darüber informiert werden oder einfach wissen, dass es diese Möglichkeit des Abschieds gibt. Also das ist mir echt ein ganz großes Anliegen, weil ich glaube, dass wir wahnsinnig vielen Menschen dabei helfen können, eben über die Trauer hinwegzukommen. Ich finde es wunderschön, also jeder Redner, der sich dafür oder jede Rednerin, die sich dafür interessiert, Tiertrauerfeiern anzubieten, also auch Friedrich, du, wenn du es dann mal machst, freue ich mich auch sehr, weil ich stelle mir das immer so wie so eine große Landkarte vor, ja, am Anfang war so ein kleines Pünktchen, so unten links quasi war ich, ja, und so langsam kommen überall ein paar mehr Pünktchen dazu und die eben die Trauerfeiern für Tiere anbieten. Und ich kann ja sagen, es ist verrückt, was alles passieren kann, wenn man seinem Herzensthema folgt. Ja, also ich habe dadurch, dass ich jetzt letztes Jahr eben die Redner ausgebildet habe, bin ich immer so ein bisschen am Thema dran geblieben und hatte jetzt ganz viele Interviewanfragen von Magazinen, Tiermagazinen, die eben mit mir Interviews führen wollten. Jetzt habe ich gerade ein ganz großes Projekt am Laufen. Da werden wir dann im Sommer, gehen wir damit raus. Ich bin mir sicher, dass dieses Thema, wenn es denn dann umgesetzt ist, enorm dazu beiträgt, dass Tiertrauerfeiern wirklich deutschlandweit bekannt werden. Also ich wünsche mir das. Und ja, es ist einfach wirklich spannend und es bietet so viele Möglichkeiten, also nicht nur für sich selbst, sondern einfach auch für das Umfeld. Ja, meine Tier-Osteopathin hat zu mir gesagt, Isabel, es ist schon so ein Geschenk zu wissen, dass es dich gibt, weil wenn es denn dann mal so weit ist, dann weiß ich, auf wen ich zurückgreifen kann. Ja, also es muss gar nicht immer nur der akute Fall dann sein, sondern einfach das Bewusstsein darüber, wenn ich mich für eine Tiertrauerfeier entscheide, dann gibt es eben diese Möglichkeit oder überhaupt die Möglichkeit einer Tiertrauerfeier. Und ja, also ich höre nicht auf zu träumen und ich höre nicht auf, dafür loszugehen, damit es irgendwann so ganz normal wird, eine Trauerfeier, ob für Mensch oder Tier. Ich finde, wir verabschieden uns von einer Seele und dann ist es unabhängig davon, ob es eben eine menschliche oder eine tierische ist. Ja, total schön. Also ich kann dir das auch nur widerspiegeln. Seit
dem wir jetzt auch gesprochen haben, ich glaube, es war letzte Woche, ne, das Vorgespräch. Also ich habe da gemerkt, dass das in mir nochmal etwas gemacht hat, wie ich auf Tiere schaue. Und ich hatte gestern auch ein Vorgespräch für eine Trauerfeier, also eines Menschen, ja, zur Verabschiedung eines Menschen. Aber bei dem Vorgespräch war eben auch ein Hund dabei. Und am Anfang hieß es so, okay, der bleibt jetzt erstmal in der Küche, der ist nicht, er ist noch ein Junger, 2 Jahre alt, der ist ein bisschen wild. Wir passen erstmal auf, aber dann kam er doch mit zu uns ins Wohnzimmer und da meinte so der Sohn, der ihm, oder ja, der Hundebesitzer war, ja komm, ich glaube, er mag sie. Na, und hat ihn dann so ein bisschen zugelassen. Und ich habe das dann echt so gespürt, als wir uns dann die Augen geschaut haben und der, also ist er erst so ein bisschen hochgesprungen, aber dann, er war echt so, wie so eine Verbindung, die da war. Ich habe es heute Morgen auch zu Lea gesagt, so, also ich spüre das immer mehr, so was da möglich ist, ne? Und ich bin so gestreichelt oder sich hingesetzt, total zufrieden. Und während des Gesprächs lag er dann ganz friedlich auf dem Sofa, ne? Wir haben gesprochen und sie haben dann am Ende auch so gesagt, so, oh, das hätten wir gar nicht so gedacht, ne? Dass er jetzt da so gut mit klarkommt, ne? Und ich habe das da echt gestern auch wieder so gespürt, so, hey, wie sich das auch verändern kann. Und da nochmal Credits an dich, ja, dass alleine diese Beschäftigung jetzt mit diesem Thema Tiertrauer feiern, auch was ja der Umgang mit Tieren angeht, an sich, der da nochmal eine ganz andere Bedeutung für mich gewonnen hat. Deswegen bin ich dir da sehr, sehr dankbar und auch dankbar, dass du damit rausgehst, dich damit zeigst, dieses Thema bekannter machst und aktiv bist. Und ich freue mich, wenn dieser Podcast, dieses Interview heute da auch ein Stück dazu beitragen Ja, kann. total schön, freut mich sehr, Friedrich. Und was ich gerne auch noch sagen möchte, also das Thema Tiertrauerfeier beschäftigt sich ja mit dem Ende des Lebens der Tiere, ja. Aber ich lade natürlich auch gerne jetzt durch solche Pressearbeit, sage ich jetzt mal, ein, die TierhalterInnen sich einfach auch jetzt zu Lebzeiten schon ausreichend mit dem Tier zu beschäftigen. Also ich kenne das selber, wenn ich sehr gestresst bin, denke ich, ah stimmt, ich muss ja noch mit dem Anton raus, ja. Eigentlich sollte ich denken, wow, ich darf noch mit dem Anton raus, weil eben, da, du hattest es zu Beginn des Interviews gesagt, deren Leben ist einfach vermutlich viel kürzer als unser eigenes, ja. Und deswegen sollten wir einfach die Momente mit ihnen genießen und sie können uns so, so viel geben, wenn wir eben einfach hinschauen. Das heißt also nicht nur dann am, übers Ende nachdenken, was ist denn da alles möglich, sondern einfach die Momente, die wir mit ihnen erleben dürfen, schon genießen und einfach ja, dankbar sein, dass sie ein Stück unseres Lebensweges mit uns mitgehen. Absolut, ja. Und dieses, was du eben angesprochen hast, dieses im Moment sein, ich glaube, da sind sie auch ein sehr guter Lehrmeister Der für Beste uns, ja, so das Thema Achtsamkeit im Hier und Jetzt anzukommen. Deswegen absolut bin ich da ganz bei dir, dass wir da auch zu Lebzeiten viel von den Tieren lernen können und sie einfach auch sehr wertvolle Begleiter sind. Genau. Ja, ich habe zum Abschluss des Interviews noch eine Frage, die ich gerne meinen Interviewgästen, Gästinnen stelle. Deshalb auch an dich die Frage: Welche 3 Symbole repräsentieren dich? Also, welche 3 Symbole stehen für dich, für Isabel? Spontan aus dem Bauch heraus. Was, Friedrich, was meinst du mit Symbolen? Also, das können Emojis sein, das kann eine Blume sein, das kann die Sonne sein, das kann, ich weiß nicht. Dann ganz spontan tatsächlich die Sonne, der Wald. Und das Wasser am Fluss. Die 3 Symbole, würde ich sagen, stehen für mich. Spannend. Ja, find's toll, was dann immer wieder hochkommt oder wie wir uns selber auch nochmal durch eine andere Brille vielleicht
entdecken und durch, ob es Worte sind, die symbolisch dafür stehen oder Bilder für das, was uns ausmacht und ja, wir vielleicht dann noch viel mehr sind, als wir gerne denken. Ja. Schöne Frage. Ja. Ja, magst du zum Abschluss noch ein Wort teilen, eine Botschaft an die Hörerinnen, Zuseherinnen? Das letzte Wort gehört dir. Super. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen über das Thema sprechen durfte und ihr Interesse daran gezeigt habt. Und schon alleine, wenn ihr heute eine Minute länger mit eurem Hund kuschelt oder morgen im Pferdestall ein bisschen achtsamer oder einfach intensiver mit den Tieren, mit euren Pferden, mit welchem Tier auch immer lebt, dann hat sich auf jeden Fall für mich das Interview schon gelohnt, weil es für mich eben unheimlich wichtig ist, der achtsame Umgang mit unseren Tieren, aber auch ja, die Verbindung oder einfach, was wir von ihnen lernen können, dass wir das einfach immer wieder uns vor Augen halten und damit einfach vielleicht eine noch intensivere Beziehung zu ihnen haben. Super. Ich danke dir, Isabel. Danke für das Gespräch und ich wünsche dir auf deiner Mission, dieses Thema daraus in die Welt zu bringen, alles, alles Liebe und Gute und viel Erfolg dabei. Danke dir. Vielen Dank, Friedrich.